Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come. Ja, der nächste Tag ist angebrochen und ja, die Tür ist endlich geöffnet. Wir können hineingehen und stellen fest, dass das hier gar nicht der Raum ist, wo wir hin hätten müssen, wollen, tun. Vielleicht der hoch. Diese Räumlichkeit muss man erstmal ein bisschen verstehen. Viele Bücher. Aber ich kann immer noch nicht lesen. Aha, schau her. Hi. Glück und Gesundheit. Danke. Ja. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Ja. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Ich kann nicht mal... Ja. Nachdem er mich unterwiesen hatte, forderte mich Herr Hans zum Duell heraus. Ich verstehe. Herr Hans liebt es, seine Kräfte zu messen. Aber sieh dich vor. Der Zorn kann das Herz eines Adligen rasch erobern. Und diese Art von Ärger willst du nicht haben. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Ich habe 70 Groschen gekriegt. Okay. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Der junge Herr Hans ist der Burggraf und Herr Hanusch sein Vormund, bis er mündig ist. Das ist kein Tag, auf den ich mich freue. Wie kommen die Rataya mit den Flüchtlingen aus? Ich weiß, sie können nirgendwo hin. Skalitz ist nur noch Asche und das Umland ist nicht sicher. Aber sie sind schon zu lange hier. Manche von ihnen stehlen und nicht einer weiß, die Opfer zu schätzen, die wir für sie erbracht haben. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Mach's gut. Ist schon klar, ne? Also da sind tatsächlich welche dabei, die stehlen, ne? So gewisse Xarox. Und die machen das Ganze natürlich nicht leichter, ja, ist klar. Aber ich habe das jetzt natürlich auch ein bisschen für die Quest getan. So, also wir sollen hier drehen, Nachtigall, zwischen 11 und 19 Uhr deine Runden. Dann haben wir, hol deine Ausrüstung. Sollte man vielleicht als erstes machen. Und dann hier hingehen, um die Runden zu drehen. Können wir eigentlich irgendwo sehen, wie viel Uhr wir haben? Ah, hier. Ist jetzt natürlich blöd, ne? Es ist gleich 19 Uhr. Ja, gehen wir mal hin und schauen mal. Ich finde ihn nicht. Vielleicht brauchen wir tatsächlich erst die Rüstung.
Ich habe ein Nest entdeckt. Okay. Mal da. Süß. Ja, dann holen wir jetzt erstmal die Ausrüstung. Helft eurem Nachbarn. Wie heißt der, mit dem wir da rumlaufen sollen? Nachtigall, genau. Ich bin am Verzweifeln. Warum denn das, meine Liebe? Du weißt ja, was mein Gatte für einer ist. Ich sollte Kilometergeld kriegen, hey. Das Krasse ist, ich habe dann auch in der nach der vorherigen Folge nach einem Schlafplatz gesucht. Keine Chance, ja. Also ich kann weder bei dem Obdachlosen schlafen, noch hier bei den Wirten, ja. Die haben alle kein Bett frei oder wollen mir kein Bett geben. Das war echt schwierig. Ich musste zum Glück nicht ganz runterlaufen, sondern da, wo ein Schnellreisepunkt ist, also da vom Eingang von der Burg, da sind zwei Zelte, da konnte ich schlafen. Also da hatte dann auch keiner was dagegen. Aber es ist halt schon anstrengend, da immer alles zu finden, was man braucht und was sich holen soll. So! Falls gut. Du irgendwas willst, spuck's aus. Ja, ich brauche meine Ausrüstung. Aber ich bin hier wohl falsch. Hol die Ausrüstung im unteren Raum der Rüstkammer ab. So, das ist hier wahrscheinlich der untere Raum der Rüstkammer, aber... Hatte ich irgendjemand hergeschickt? Quatsch mal den mal an, vielleicht. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Da gibt's nicht viel zu verbessern. Du bist bereits so gut ausstaffiert wie jeder Vasall. Aber dein Wunsch ist mir Befehl. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Ja, toll. Na, immerhin haben wir jetzt einen Knobel. Haha. Okay. Die Fackel ist gestohlen. Wann habe ich die denn gestohlen? Die will ich nicht. So, okay. Aber die Rüstung, die wir da jetzt bekommen haben, die ist ja eher hinderlich als praktisch, ne? Das ist die ja besser, ne? Wobei die schon kaputt sind. Naja, haben wir was zu verkaufen. Mach's gut, dankeschön, ne? Bis dann. So, okay. Toll. Jetzt laufen wir wieder runter, oder? Schön. Jetzt sind wir eigentlich an Kohle momentan. 179. Mal süß, wie die zwei sich winken. Mal, wo geht's denn hin? Ich würde dich ja zu mir einladen, aber das... Oh, ich hab kein Zuhause. La la la.
Männer gibst du den Hofen an, hm? Einen edlen, tapferen Narren. Was jeder gesehen hätte, hätte ich nicht zu der Zeit in Sasor an. Hi. Gelobt sei Jesus Christus. Hallo. Oh, ich wollte mit dir eigentlich handeln. Grüße. Beste Grüße. Oh. So. Ich hab da sowas. Also, ich wollte gerade sagen, hä, wo habe ich denn das her? Ja, den Würfel hier kannst du zum Beispiel haben. Den will ich nämlich nicht, der ist nämlich geklaut. Der Glückswürfel, aha, den will ich auch nicht. So, Unglückswürfel will ich ja nicht. Wer will denn sowas? So, was haben wir noch? Questgegenstände kriegst du nicht. Rüstung. Ich weiß halt nicht, ob, wenn wir das verkaufen, nicht, dass wir die Quest nicht machen können, ne? So. Aber so wäre mal wenigstens ein bisschen wieder leichter. Sonst die Kräuter und so nimmt er nicht, hä? Ja doch. Da die 6 kriegst du dann noch. Dann kriegst du hier 2 davon. Eine. Nee. Eigentlich wollte ich nur eine. Mach mal runde Zahlen draus. 10 davon. Ich muss irgendwie leichter werden. Das sind immerhin 1 Kilo. Ja. So. Ja, wovon hatte ich aus? Was sind 2? Von der Mondblume. Genau. Eine weniger. So. Dann lass uns mal vereinzeln. Ne? Das ist geklaut. Was soll das werden? Scher dich fort, verdammt! Woher erkennen die das? Was ist das geklaut? Oh, jetzt hätte ich beinahe beim gestohlen. Woher erkennen die das, dass das geklaut ist? Das ist eine Anmaßung, ja? Das kann er ja gar nicht wissen. Eigentlich. So, diesmal nichts geklaut. Lässt sich was am Preis machen? Sicher. Ja. Ich mag den nicht. Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Na schön. Und jetzt? Darauf würde ich fast einschlagen. Ach komm schon. Fast. Du kriegst halt eine 24. Mit der Summe kann ich leben. Mann, ich mag den nicht. Der ist mir unsympathisch. So. Wir standen ja zwischen... Wann sollen wir da sein? Zwischen 11 und 19 Uhr. Das haben wir natürlich jetzt nicht mehr. Aber da würde ich einfach sagen, dann legen wir den netten Freund hier schlafen. Wir sind jetzt der Eingang da hinten, oder? Da so. Genau. Weil wir haben jetzt natürlich nach 19 Uhr, da werden wir den... Mein Heim, meine Familie. ...nicht finden. Karotten und Äpfel, ein wahrer Hochgenuss. So frisches Brot, frisches Brot, leckeres Brot, Semmeln und Ei. Was da haben die ganzen Hof geplündert und das Haus abgefackelt. Ich versuche ihnen auszuhelfen. Weil wie gesagt, da draußen können wir uns schlafen legen. Dann können wir zum nächsten Tag schlafen.
So. Mal gucken, ob wir bis 11 durchschlafen dürfen. Hier stört man uns irgendwie komischerweise nicht. Keine Ahnung warum. Was? Maximal 5 Stunden? Warum? Ach, weil wir wahrscheinlich dann zu müde sind oder so. Zu hungrig. Jetzt müssen wir hier unser Zeug essen. Mehr habe ich nicht. Du kannst nicht einschlafen, da du bereits zu lange geschlafen hast. Ich bin aber noch müde. Müsst bis 11 so richtig durchwarten oder was? Ja, dann machen wir das jetzt. Ich meine, was soll ich jetzt so lang treiben, ne? Also. Ey, Karamba. Zu lang geschlafen. Also, wer Psis. Naja, gut. Sei es drum. Wie gern Heinrich sagt. So. Ist ja auch komisch, dass ich nicht nochmal essen darf daraus, gell? Naja, müssen wir halt mal einkaufen gehen, vielleicht. Die dritte. Unglaublich, oder? Wo ist es diesmal passiert? Salz, Kümmel, Knoblauch und Meer, das gibt's nur hier. Da ist er. Hi. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Du kommst zu früh. Wir treffen uns am Nachmittag unten bei der Kirche, klar? Oh. Ah, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Wegen 14 Minuten, komm schon. Na, na, na. Wir haben noch Schaufel, oder? Wir könnten noch hier die Gräber ausgraben. Mal gucken, was so da drunter ist. Lecker. Oha. Was ist das? Da werden wahrscheinlich alle reingeschmissen. Oh Gott, das ist irgendwie komisch. So, 3 Minuten. Na, na, na. Und jetzt? Ich sehe, du bist ausstaffiert.
Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Ja, da bin ich. Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich will Herrn Ratzig dienen, aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Ach, Mann, hab ich Hunger. Das ist unsere Kirche, St. Matthäus. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa, unseren Herren. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke. Der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, er... Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Unser Rathaus. Ziemlich groß, was? Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius, der Schreiber. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich hab ich schon. Haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Der Henker wohnt ist beim tot. Galgenberg, auf der anderen Seite des Baches. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Zum Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Wenn nicht zur Kirche, dann schäle dich zu deinen Leuten. Ich will dich hier nicht haben. Ist dieser Misthaufen euch nicht groß genug? Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall! Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Was ist das Problem? Das ist mein Laden und ich dulde keine Bettler auf meiner Schwelle. Schick sie auf den Marktplatz. Dort ist sie keinem im Weg und es gibt genug Leute, die sie anbetteln kann. Oh weh, musst du hier betteln, Jana, die Bettlerin verjagen, du sollst sie bleiben lassen, Meister Schmied, mach das unter euch, aber du schimpfst dich einen Christenschmied. Musst du ausgerechnet hier sitzen? Ja, muss ich. Warum? Die Leute jagen mich fort, ganz gleich, wo ich sitz. Kann ich Tag und Nacht rumwandeln. Okay, also ich muss jetzt entweder die Bettlerin verjagen... Ich kann jetzt zum Beispiel den Schmied schlechtes Gewissen einreden. Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Was? Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Hast du Almosen bekommen oder nicht? Jawohl. Von diesem Mann hier? Weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern und ich muss heute auch was essen. Das ist wahr. Was weißt du schon davon? Okay, also ich kann jetzt sagen, wir werden beide ihr was sperren, der Bettlerin einen Groschen geben. Also alleine gibt Jana Almosen, Schmied, oder? Ich muss jetzt den Schmied dazu auffordern, dass der Almosen abgibt. Ich werde das einfach in die Hand nehmen. Hier, Jana. Nimm das und geh deiner Wege. Ja, danke. Ich gehe sofort. Jetzt sofort. Gott segne dich, Heinrich. Und was, wenn sie morgen wiederkommt? Gibst du ihr dann mehr? Du machst einen Fehler.
Gibst du ihnen einmal was, wirst du sie nicht mehr los. Wenn du das sagst. Jetzt bin ich gespannt, was der Rüstmeister sagt. Wo läuft er denn hin? Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Harnosch dankbar sein. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Harnosch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Capon, übergibt. Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst in Mähren, dann im Himmel. Herr Harnosch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Ich laufe auch langsamer. Warum laufe ich langsamer als er? Ich muss immer zwischendurch mal kurz rennen. War ein ganz schön zügigen Weg, also ein Gang. Er läuft echt flott. Der Platz hier? Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Oh, da freue ich mich schon. Wir haben hier auch eine Bäckerei. Und diesen irren Händler, Wolfram Pruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie aber an der kurzen Leine. Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Okay, gut zu wissen. Ich fand den Typ sowieso schon sehr komisch. Schau her! Siehst du den Lump da? Bei Gott, dem Bastard zeig ich's. Wieso? Haben wir es bequem? Almosen, bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn Herr Harnosch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler. Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin. Harte Worte, der arme Kleine. Lass Aber uns näher an die Kernburg gehen. Regeln müssen sein, klar. Das verstehe ich schon, dass die Bettler unten bei der Kirche sein sollen, ne? So, wir sind am Ende der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.